So, und da sind wir wieder in Einall. Die Brees sind zurück! Und damit herzlich willkommen zum ersten Part von Pokémon Weiß 2. Ja, lang ist her. Lang ist her, ja. Gut gesagt. Ich habe mir dieses Mal, wir haben gestern ein bisschen herum experimentiert und mir einen Overlay gebastelt. Ja. Sieht da noch was aus? Ich bin schon ein bisschen aufgeregt gerade irgendwie. Ja, ich auch. Das ist halt wieder wie damals. Außerdem wir werden nicht mal los, oder? Was? Los? Okay, ja. Können wir loslegen. Oder willst du noch was sagen? Eigentlich nicht. Na. Ja. Ich habe halt hauptsächlich damals den ersten und zweiten Teil gespielt, deswegen ja. Mal gucken wir jetzt. Hey, ich hab nur den ersten Teil gespielt, so. Oh. Bist du sie lesen oder darf ich? Wie du willst. Aber so trifft man sich wieder. Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professorin Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Euch alle nennen sie Pokémon-Professor aus irgendwelchen komischen Gründen. Eine Sekunde. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Das steht so dann da. Wie weißt du das schon? Oha. Das sagen die alle! Junge, du hast mir jetzt das ganze Spiel gespoilert, Alter. Mach weiter. Ja, true. In den Pokémon stimmen geheimnisvolle Kräfte, begegnet man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und die Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Ah ne, und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Und das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Oh wait, ich merke gerade was. Was denn? Dieser Balken ist mir dazwischen. Narrow Border. So, jetzt sieht's gut aus. Ich dachte mir das schon, irgendwie das komische aus dem OBS. So, jetzt. Na gut, egal. Das ist nicht wichtig. Alter. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, die hat ja jetzt diese Weiterentwicklung von Pikachu mittlerweile. Ja genau, im Schwarzland 1 hatte sie Pikachu von mir. Jetzt, im zweiten Teil Chillabell. Aber genug von mir, erzähl mir doch ein bisschen was über dich. Ich glaube, ich hätte noch nie so lange diesen Anfangsding gehabt. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, Johnny, was bist du denn? Ich weiß es nicht. Ein Junge bist du also, das hatte ich nicht gesagt. Ja. Wie nennen wir eigentlich Matisse? Joe Play. Johnny. Gut, diesmal Johnny, letztes Mal war es ja Jonas, dass sich weiterentwickelt. Johnny lautet dein Name also, ist das richtig? Scheinbar schon, ja. Johnny also, wirklich ein sehr schöner Name. Sag dir bestimmt nicht nur zu mir. Würdest du mir jetzt noch ein wenig über deine Rivalen erzählen? Den Jungen aus der Nachbarschaft, meine ich. Würdest du mir vielleicht sagen, wie er heißt? Ah, ja, stimmt, die können wir direkt am Anfang bestimmen. Matisse, Alter. Ja, dann geht's einfach Darkbean oder so. I mean, Darkbean passt nicht rein. Ja, ja. Aber beim Starter passt rein, also. Wie nennen wir ihn? Ninja Dave. Das war auch immer die Überlegung, das hatte ich im Kopf sogar drin. Nenn ihn einfach Arschclown, aber wohl fast nicht mehr.
ohne. Man hat so wenig Platz irgendwie. Es geht nicht irgendwie so wie. Ja, du hattest früher so wenig Platz. Ab den 6 ging's ja mit den Namen und so, aber jetzt. Iggy! Iggy! Was ist denn Jojo? Das passt nicht rein. Wie soll man den Typen nennen? Wie wolltest du ihn nennen? Irrelevant. Ich weiß. Unnötig. Jetzt scheitert's am scheiß Namen. Ja, das war's mit dem Part. Ach, einfach Big True, das passt schon. Der guckt deine Liste eh nicht. Ich und wenn schon, dann. Dann nur kurz ein bisschen liken. Joe Play. Ich tippe das mit der Maus ein, das ist viel angenehmer. Ups, noch nicht. Passt ja genau von den Zeichen her. Ja. Big True also. Big True also, stimmt das so? Johnny. Ich will dir jetzt ein Pokémon anvertrauen. Es wird dir ein ganz, ganz wichtiger Kamerad sein. Im Moment, in dem du das Pokémon auswählst, das fortan dein Partner auf deiner Reise sein soll, markiert den eigentlichen Startpunkt der Geschichte, die dich erwartet. Auf deiner Reise wirst du vielen Pokémon begegnen, mit vielen Menschen und ebenso vielen unterschiedlichen Ansichten konfrontiert, in Kontakt kommen. Ich hoffe, du wirst aus all diesen Begegnungen etwas ganz Wichtiges für dein weiteres Leben mitnehmen. Ganz recht, du wirst viele Freundschaften mit Menschen und Pokémon schließen und an ihnen wachsen. Das ist das eigentliche Ziel des großen Abenteuers, das nun vor dir liegt. Dann mal los, begib dich nun in die Welt der Pokémon. Herbst. Herbst. Wait, sie haben noch gar keinen Herbst, oder? Wir haben Frühling. Ah, stimmt. Hab ich irgendwas verkackt an den Sumerenstellungen? Ach, keine Ahnung. Nee, passt schon. Dann haben wir halt das Herbst. Nee, die Jahreszeiten in Pokémon haben nichts mit denen bei uns. Ah, stimmt, da war ja was. Du kannst ja auch manuell ändern im Spiel. Jeden Tag. Ich glaube, es war jeden Tag ändert sich das oder so, oder? Nee, nicht jeden Tag, aber häufig ändert sich. Naja. Ich glaube, jeden Monat ändert sich das in Pokémon. Irgendwie so war das. Und die Mutter liest du. Von mir aus. Und dieser Anfang vom Spiel ist auch so komisch. Weil wir sind schon wieder bei 8 Minuten. Hallo? Oh, Professor Esche. Ich habe schon ewig nicht mehr von Ihnen gehört. Wie geht's denn? Oh, ein Pokédex? Etwa für mein Kind? Na klar, ich habe mir immer gewünscht, dass es bald auf Reisen geht. Wie? Das haben wir immer von der Mutter. Dieses Mädchen ist also schon hier. Es ist doch immer das Gleiche. Kaum ist etwas beschlossene Sache, setzen sie es immer sofort in die Tat um. Belle heißt sie also. Alles klar, mit einer. Nein! Sie ist mit einer großen. Das ist natürlich die zweite Line im Spiel, die ich vorlese. Mit einer großen grünen Mütze. Okay, kein Problem. Wie so ein Belle. Ja, aber sie ist etwas ruhiger in dem Teil. Ja, und kommt sagen. Auch nicht so oft vor, zum Glück. Johnny, ja. Ich bin wieder zu Hause. So. Und jetzt sind wir im Spiel. Ich will Turbo-Treter. Noch nicht. Kannst du das Menü schon öffnen? Ja, kannst du. Mach schon mal Texttempo 3. Ah, stimmt, danke. Ja. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, Pokémon Schwarz und Weiß 2 spielt 2 Jahre nach den Geschehnissen von Pokémon Schwarz und Weiß 1. Ja? Also ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe jetzt, glaube ich, damals am weitesten bis zur 5. Arena oder so gespielt, aber nie durch. Kennst du Professorin Esche? Ja, die habe ich auf so einer Seite gesehen. Sie ist eine Pokémon-Wissenschaftlerin und ich kenne sie schon ewig. Ich habe mich vorhin endlich mal wieder mit ihr unterhalten. Das kommt jetzt ein wenig plötzlich, aber möchtest du einen Pokémon-Partner? Nein. Was? Nicht? Das überrascht mich jetzt auch etwas. Ich frage dich noch einmal, möchtest du einen Pokémon-Partner? Ich
Oh scheiße, ich hab ja gedrückt. Du weißt, was ein Pokédex ist? Und da muss ich ja drücken. Da muss ich ja drücken, sonst bekomme ich so eine Erklärung. Klar weißt du das. Ist es nicht toll, wie er automatisch alle Pokémon anzieht, denen du begegnest? Noch eine Frage, merchst du ein Pokédex? Nein. Als deine Mutter wünsche ich mir etwas mehr Enthusiasmus. Ein Pokédex zu haben heißt es, die ganze Welt zu bereisen. Möchtest du nochmal? Du möchtest meinen Pokédex, oder? Gibt es Leute, die ich an diesem Punkt wirklich das Spiel verloren haben und resetten mussten? Sag jetzt einfach ja! Okay, ja, ich will einen Pokédex haben. Johnny Double steht fest, was du tun musst. Ein Mädchen namens Belle ist bereits hier, um dich zu treffen. Sie ist Professorin Ashes Assistentin. Du erkennst sie in der großen Mütze. Genau, du musst Belle suchen und von ihr bekommst du einen Pokédex. Nice. Und ein Wieso-Kasten ist nicht in deiner Tasche, ist in deiner Tasche, nicht wahr? Ja, ich weiß, das habe ich eben. Ja. Der Name des Mädchens ist Belle, du erkennst sie in ihrer großen Mütze. Sie ist das erste Mal hier und verläuft sich vielleicht, also suche sie. Ich finde allgemein, die Pokémon-Tutorials sollten die sollten alternativ sein. I don't know. Hallo Johnny. Hi. Was ist denn hier ein Pokémon? Oder will ich suchen? Du machst du schon, du machst das brillant. Hi. Was ist denn hier ein Pokémon? Hier in den Gegenden gibt es keine Trainer. Oh, die fange langsam an, mich zu langweilen. Was? Ein Mädchen namens Bell gibt dir ein Pokémon. Im Ernst jetzt? Johnny! Wenn du ein Pokémon bekommst, musst du ganz lieb zu ihm sein. Ey, das hab ich nicht erzogen. Das reicht, Olaf. Alles klar, wollen wir mal in den Pokémon-Pool gehen. Ich hab nämlich noch viel vor. Daher brauche ich neben meinem Partner, meinem Pokémon, auch noch einen menschlichen Kameraden, auf den Fall lass es. Ganz recht, ich meine damit dich. Es wird nämlich schwer, auf Draht zu sein. Geh du schon mal heim. Okay, Bruderherz. Bis bald, Johnny. Alles klar. Dann gehen wir mal Bell besuchen. Auf geht's. Oh, das muss ich noch so oft in diesem Display machen, diese Impression. Jetzt hast du dir was vorgenommen. Mhm. Leider kann man nicht in die Pokémon Center rein. Also wenn ich hier rein will, dann komm schon nicht rein. Warte. Ja, ist in Ordnung. Ich hab vorhin einen Pokémon Center. Ich spiele zum Spaß. Runde. Das ist ein bisschen komplizierter für mich gerade, weil ich das von mir ein bisschen minimiert habe, sag ich mal. Ja, aber das ist ja ein OBS größer. Jetzt verstehe ich. Die Aussichtsplattform ist wohl der bekannteste Platz in Aventura City. Diese Welt ist also bestimmt dort oben und genießt die fantastische Aussicht. Na mal los, geh und hol dir deine Pokémon ab. Also wir haben uns da schon... Nein. Ist das schön! Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Hey, du, siehst du das auch so? Oh! Ich heiße übrigens Bell, ich bin Professor Ashes Assistentin. Ach ja, ich suche jemanden. Kennst du vielleicht Johnny? Nee, tut mir leid. Moment mal, du bist Johnny! Kann schon sein, ja. Die hab ich so genervt jetzt. Wow! Du bist ja genauso wie alle sagen. Ja, du bist auch so wie alle sagen, aber nervig. Freut mich sehr. Also ich möchte dich etwas fragen. Würdest du uns vielleicht helfen, alle Seiten des Pokédex zu füllen? Da ich das Spiel durchspielen will, also ja. Danke! Dank deiner Mithilfe, Professorin Ashes Forschung, große Fortschritte machen. Außerdem macht es einfach riesigen Spaß, ein Pokédex zu füllen. Ja, und bekomme ich jetzt meine Pokémon? Ja, sprich mal mit dir. Alles klar. Hier bitte. Eins davon soll ein zünftiges Pokémon-Partner sein. Also, sie hat die gleichen Starter wie im ersten Teil und wir haben uns da... Das ist so komisch, nicht randomized zu sehen. Wir haben uns halt so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was wir jetzt wirklich nehmen. Also, Otaro war halt direkt nicht drin. Ja, irgendwie, da hatten wir schon. Und wir wollen vermeiden, dass wir doppelte Pokémon dabei haben. Floink ist halt. Das ist halt echt gut für die ersten vier Arenen.
Aber da wir eh sehr wenig Pflanzen-Pokémon-Auswahl, sag ich mal, haben, im ganzen Spiel. Und Feuer dafür umso mehr, muss man sagen. Ja. Würde ich sagen, nehmen. Also, wir haben uns schon für sehr viel vor entschieden und da ist das GIF eingeblendet jetzt in OBS. Ah, das ist ein GIF? Ja. Okay, cool. Von halt das von PokeWiki. Ah. Dann nehmen von wir. Von den 5 hoffentlich, oder? Nee, ich hab eins von 7. Achso, na gut, geht auch klar. Auf dem Thumbnail ist halt eins von den 5 halt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir sehr viel Feuer. Wie sollen wir es nennen? Ja, so also wie im letzten Let's Play einfach. Glass. Ich bin wieder Starter. Du warst gar nicht Starter im letzten Part. Im letzten Mal. Doch, bin ich. Nein. Doch, ich war da. Ich war doch das Otter, oder nicht? Oder bin ich blöd? Nicht ganz. Egal, vergiss es. Sekunde, ich muss. Wow, das... also das Serpentfeuer passt ja echt prima zu dir. Sag, möchtest du dem Pokémon deiner Wahl einen Spitznamen geben? Ich glaube, das Otter im letzten Mal habe ich gar nicht erst einen Namen gegeben. Ach, ich nehme mal die Maus her. Viel angenehmer. Also EP muss jetzt nicht sein, aber okay. Hard, dann HD. Oh nein, das ist ja noch cringiger. Ja, ich bin zufrieden. Hallo. Sag Queen. Achso. Oh, da hat die LP echt ein super Spitznamen. Ich guck jetzt aus am Handy, entschuldige. Ja, alles gut. Gut, und als nächstes bekommen sie jetzt natürlich noch den Pokédex. Yay, endlich. Nun zum Pokédex. Es ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen du begegnest, automatisch erfasst. Daher möchte ich dich bitten, die gesamte Einhalregion zu erkunden. Durchforsten. Also, dass du durchforst und sämtliche hier auf heimisch Pokémon aufzuspüren. Das ist Professorin Ashes Wunsch. Und diesmal kriegst du mal eine echte Belohnung dafür. Oha. Ach, schon der Schillerpin. Der Schillerpin wurde eingeführt. Ja, in Schwarz und Weiß 2 wird der Schillerpin eingeführt. Ey, wie lange willst du mich noch angenommen warten lassen? Was ist das? Das ist also dein Partner. Das freut mich für dich. Meine Schwester hat dir auch schon gesagt, dass du dich gut um dein Pokémon kümmern musst. Vergiss das nicht. Und was ist das für ein Ding, das du an den Händen hältst? Das ist ein Pokédex! Ich will auch einen Pokédex! Bitte! Ich will stärker werden! Wenn ich einen Pokédex hätte, könnte ich mehr über Pokémon lernen. Ich würde stärker werden, nicht? Und wer bist du? Ich bin Big Drew! Ich bereite meinem Pokémon-Partner die anderen Regionen auf der Suche nach etwas sehr Wichtigem. Na gut! Ich kenne zwar deine Beweggründe nicht, aber eine Reise ist immer etwas Gutes. Und wie der Zufall so will, habe ich noch einen Reserve-Pokédex dabei. So, ja. Die Verbreitung der Pokémon ist ganz anders als noch vor 2 Jahren. Je mehr wir also sind, desto besser. Ich brauche mal random 2 Pokédex mit mir dabei, wenn ich nur einen weggeben will. Achso, ich kann jetzt runtergehen. Dann wollen wir mal sehen, was du als Trainer so drauf hast. Ich trete mit meinem Floink an, das ich schon seit seinen Tagen als Ei kenne. Aha. Cool. Na, du hast voll, und das ist jetzt der erste Pokémon-Kampf, nice. Oh, Start wie eine LP. Ich guess wir machen einmal Silberblick und dann tackeln wir den weg. Einmal Silberblick, gleich glaube ich schon völlig. Okay, ne, ich bin... Das ist eine Angewohnheit.
Ich glaube, in neueren Gens kann man gar nicht verlieren gegen seine Rivalen. Gefühlt. Ja, es wird halt immer schwerer, gegen dich zu verlieren. Wait, Wann gehst du? Ich dachte kurz, ich habe den Kampf verloren. Nee, ich dachte, die KI lässt sich gehen. Und jetzt misse ich. Nee, ich glaube, ab Gen 5 kann Tackle nicht mehr missen. In Gen 4 war das noch so. Aber in Gen 5, glaube ich, hat Tackle 100% Crit Chance. Nee, Crit Chance eigentlich 100% Treffer Chance. 95? Ich glaube, es hat 100 in Gen 5 jetzt mittlerweile. Kannst du mal nachgucken. In dem Spiel haben wir nur einen Rivalen. Ich hab verloren, die Kämpfe gegen wilde Pokémon sind echt ganz anders, was? Aber egal. Ich bin froh jetzt zu wissen, dass ich mich auf dich als Trainer verlassen kann. Also dann, ich gehe schon mal vor. Trainier fleißig und werd noch stärker. Ihre Pokémon haben sich beide voll reingehängt. Aber das Kleine ist noch schwach. Bestreite viele Kämpfe mit ihm, damit es bald stärker wird. Gut, gehen wir ins Pokémon-Center, um den Pokémon wieder aufzupäppeln. Yay! Ah, da können wir endlich rein. Das gibt man hin, wenn die Pokémon von einem Kampf erschöpft sind. Die Pokémon-Center sind überall gleich. Los, geh nicht hinein. Zeit. Dann fühle dich mal im Pokémon-Center herum. Im Pokémon-Center kannst du deine Pokémon umsonst heilen lassen. Wenn das Spiel von EA wäre, müsstest du echt Geld zahlen. Wenn deine Pokémon geschwächt sind, bringst du sie einfach hierher. Aber wieso wird mir das erklärt? Ich lasse dein Pokémon-Team heilen. Also gib mir mal kurz dein Pokéball. Team Rocket! Als nächstes gehe ich in den PC. Bin ich jetzt dein Opa? Dieser vierkige Kasten ist ein PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier kannst du deine Pokémon ablegen oder zuvor abgelegte Pokémon wieder in dein Team aufnehmen. Und da geht's weiter im Text. Das hier ist der Pokémon Supermarkt. Hier kannst du nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die du nicht mehr benötigst. Die Pokébälle zum Fangen der Pokémon kannst du hier auch kaufen. Fein, Johnny. Ich schenke dir ein paar Pokébälle. Immerhin gibt es kein Fang-Tutorial in dem Spiel, oder? Doch, gibt es. Aber wieso bekomme ich denn jetzt schon die Pokébälle? Wenn es ein Fang-Tutorial gibt. Egal. Ja, Pokébälle nehme ich. Als nächstes erkläre ich dir, wie du die Pokébälle, die ich dir eben gegeben habe, einsetzen kannst. Folge mir! Oh, schön, dich kennenzulernen. Du musst Bell sein, stimmt's? Und Johnny hat sich offensichtlich für Sableye entschieden, nicht wahr? Hehe, das passt irgendwie. Weil ich hier viel Gras rauche? Ja. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Das ist mein Lieblingssatz im Spiel. Hier, es sind die Turbo-Treter. Nimm sie. Ah, ich hab so lange auf die gewartet. Die sitzen wie angegossen. Hör mal, kurz mal zu. Ich lese aus der gebrochenen Leitung vor. Da steht: Halte den B-Knopf gedrückt und kannst schneller rennen als je zuvor. Ziehe deine Turbo-Treter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Jetzt können du und Sableye überall hinrennen. Das hier ist von mir. Oh, eine Karte. Ein altes Nokia-Handy. Hey, wieso zwei Karten? Vielleicht hast du den gleichen Grund, warum du zwei Pokédexe hast. Weil ich will, dass mein Bruder eine bekommt. Das ist eine gute Idee. Auch wenn es nur eine lange Straße ist, die von hier bis zum Meer führt, kann eine Karte nicht schaden. Wenn du eine Karte benutzt, bist du bestimmt bald schon bestens mit der Anregung vertraut. Euch nur zuzuschauen macht mich schon irgendwie froh. Komm jetzt, als nächstes gehen wir zur Route 19. Ich bringe dir bei, wie man ein Pokémon fängt.
Abend. Wir mal kurz auf die Karte gucken. Yep, kann man machen. Gute Reise. Zusammen mit Epifol wirst du ganz vielen Menschen und Pokémon begegnen. Also genieß deine Reise. Okay. Wir sind halt schon wieder. Die Sache ist jetzt im Schwarzen, weil zwar die Karte ist etwas größer, weil ein paar neue Orte da sind. Und wir können ja auch, soweit ich weiß, dahin zurückreisen. Genau, du kannst auch nach Avenicia, heißt die, glaube ich, genau. Problem ist jetzt nur wieder. Wir sind bei 26 Minuten. Der Part ist vorbei. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Da wird uns Belf höchst motiviert erklären, wie man ein Pokémon fängt. Und wir werden unsere ersten Trainerkämpfe bestreiten. Also der Anfang war schon gut irgendwie. Dann. Ja, doch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.